Panama-Kanal, Autor D. Selzank, Genzi. Der Panama-Kanal ist eine künstliche, 81,6 Kilometer lange Wasserstraße, welche die Landenge von Panama in Mittelamerika durchschneidet und den Atlantik mit dem Pazifik für die Schifffahrt verbindet. Die erste Durchfahrt erfolgte am 15. August 1914. Der Kanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Lage des Panama-Kanals. Karte Panama-Kanal. Sicht vom Cerro Ancón, Panama City, auf den Panama-Kanal. Der Kanal ist 81,6 Kilometer lang. Er verläuft zwischen den Städten Colón an der Atlantik- und Panama-Stadt an der Pazifikküste und führt durch den aufgestauten Gatunsee. Für die Benutzung muss ein Lotse an Bord genommen werden. Vor dem Bau des Kanals führte die kürzeste nutzbare Seeverbindung von der Ostküste zur Westküste Nordamerikas durch die Magellanstraße. Durch den Kanal wurde die Seestrecke New York-San Francisco von 30.000 Kilometern auf ca. 10.000 Kilometer verkürzt. Die Durchfahrtszeit beträgt regulär 8 bis 10 Stunden, wegen des starken Verkehrs heute durchschnittlich 12 Stunden. In Panama arbeiten rund 8.000 Menschen in Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung des Kanals. Seit der Eröffnung haben über 942.000 Schiffe den Kanal durchfahren, Stand, Ende 2006. Vor allem für die Seefracht von und nach China, Japan und den USA ist der Kanal von großer strategischer Bedeutung. Der Preis der Passage wird nach Art und Größe des Schiffes berechnet und beträgt durchschnittlich 48.000 US-Dollar. Schiffe der sogenannten Panamax-Klasse zahlen rund 150.000 US-Dollar pro Passage. Die Bezahlung der Passagegebühren erfolgt normalerweise im Voraus durch die Reederei an eine lokale panamaische Bank. Die Kanalgesellschaft erzielte 2005 einen Jahresumsatz von 1,36 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2005 wurde der Kanal von ca. 14.000 Schiffen genutzt. Die transportierte Warenmenge entspricht 6% des Welthandels, aber 68% aller Waren, die in US-Häfen be- oder entladen werden. Für China 23% und für Japan 16%. Entscheidend ist der Kanal sowohl für den Transport von der Ost- zur Westküste der USA als auch für die Importe aus Asien, soweit sie zur Ostküste der USA transportiert werden. Innerhalb des Kanals liegt ein Archipel aus unzähligen Inseln. Die berühmteste ist Barro Colorado Island, BCI, mit ihrer gleichnamigen Forschungsstation der Smithsonian Institution. Aufgrund seiner 1946 beginnenden intensiven Beobachtung durch internationale Forscher gilt der tropische Regenwald auf BCI als der besterforschte der Erde. Eine weitere Besonderheit dieses Kanals sind die Einfahrten, die Einfahrt vom Westen des amerikanischen Kontinents her, also vom Pazifik kommend, liegt weiter östlich als die Einfahrt von der Ostseite Amerikas. Gat und Schleuse. Schleusentor der Miraflores-Schleusen. Der Wasserspiegel des Pazifiks ist im Bereich des Kanals nur 24 cm höher als der des Atlantiks. Dazwischen werden die passierenden Schiffe durch Schleusenanlagen aber um insgesamt 26 Meter auf das Niveau des Gatunsee angehoben, um die kontinentale Wasserscheide zu überwinden. Der Gatunsee ist ein Stausee. Zum Ausgleich der Wassermenge in der Trockenzeit errichtete man 1935 den Alajuela-See. Der Grund für das Anheben der Schiffe besteht darin, dass der ursprünglich geplante flache Verlauf von Küste zu Küste aufgrund des harten Bodengesteins nicht möglich war. Die Schiffe mussten über dieses Gestein geführt werden. Mit drei Schleusenanlagen wird daher der Höhenunterschied überwunden. Bei einer Passage vom Atlantik zum Pazifik, Gatunschleusen, Pedro Miguel Schleusen, Miraflores Schleusen. Die 12 Schleusenkammern haben folgende Abmessungen: Länge 305 Meter Breite, 33,5 Meter Tiefe, 26,3 Meter und fassen je 101.000 Kubikmeter Wasser. Die Füllzeit pro Kammer beträgt 8 Minuten.
Die 46 Schleusentore sind 25 Metern hoch und wiegen jeweils über 730 Tonnen. Jede Schleusung verbraucht etwa 197 Millionen Liter Süßwasser. Eine zügige und sichere Durchfahrt durch die Schleusenanlagen gewährleisten die beidseitig angebrachten Zahnradbahnen, Treideloks. Je nach Größe des Schiffes schleppen 4 bis 8 Zahnradlokomotiven, Mules, nach den Lasttieren benannt, die Schiffe durch die Schleusen bzw. stabilisieren sie gegen die Strömungen in der Schleusenkammer beim Wasserein- und Auslass. Die Zahnradbahn konstruierte der Schweizer Ingenieur Niklaus Rickenbach, der Zahnstangen im System Rickenbach verwendete. Der Kanal ist nur für Schiffe mit folgenden höchsten Abmessungen passierbar: Länge 294,13 Meter, 965 Fuß, Breite 32,31 Meter, 106 Fuß, Tiefgang 12,04 Meter, 39,5 Fuß. In Süßwasser unter tropischen Bedingungen, eine eigene Schiffsklasse ist an die höchsten zulässigen Abmessungen des Kanals genau angepasst. Diese Schiffsklasse wird Panamax genannt. Schiffe, die diese Maße überschreiten, werden auch Post-Panamax-Schiffe genannt. Bedingt durch seine begrenzte Nutzbarkeit wurde beschlossen, den Kanal auszubauen. Die Bauarbeiten hierzu begannen am 4. September 2007, siehe unten. Schleuse: Der Kanal besteht aus einer Abfolge von insgesamt 12 Schleusenkammern, ausgebaggerten Kanälen und Bergdurchstichen. Einige Abschnitte des Kanals liegen in zwei künstlich angelegten Seen, Miraflores Lake, Gardon. Die Schleusen sind für den Begegnungsverkehr paarweise angelegt. Die Schleusen und die Kanalhöhe folgen dem Bodenniveau der Landschaft in einem Auf und Ab. Um eine Eindeutigkeit der Fahrtrichtung zu erhalten, wurde vereinbart, die Schiffskennung mit den beiden Bezeichnungen Nord- bzw. Südwärts, Englisch Northbound, Southbound, zu verknüpfen. Dementsprechend folgt hier eine Beschreibung in Nordrichtung von Panama statt Richtung Colon. Eine Passage vom Pazifik zum Atlantik verläuft daher wie folgt. Längenangabe der einzelnen Abschnitte: 13,2 Kilometer. Der Einfahrtskanal verläuft vom Golf von Panama bis zu den Miraflores-Schleusen. Er wird von der Puente de las Americas-Bridge of the Americas, der Brücke der eckige Klammer auf beiden eckige Klammer zu Amerikas, nahe Panama-Stadt überquert. 1,7 Kilometer. Bereich der Miraflores-Schleusen, je zwei aufeinanderfolgende Schleusen, zusammen durchschnittlich 16,5 Meter Hub. Variabel je nach Tidenpegel. Der Tidenhub im Pazifik umfasst eine Ebbeflutschwankung von 6,55 Meter. 1,7 Kilometer, Miraflores Lake, künstlich angelegter See. 1,4 Kilometer, Pedro Miguel Schleuse, 9,5 Meter Hub bis zur Scheitelhöhe, 12,6 Kilometer. Galea-Kanal, auch Culebra-Kanal genannt, wird von der Quintanilla-Brücke überquert, bis Gamboa. Bis 2002 war für große Schiffe kein Begegnungsverkehr möglich, weil der Kanal nur 152 Metern breit war. Dieser Abschnitt wurde auf 192 Meter in den Geraden und auf 222 Meter in Kurven erweitert. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu 8,5 Kilometer, auf dem Rio Cagres, natürliche Wasserstraße, Fluss, 24,2 Kilometer, Lake Gatun-Lago Gatun, Fahrrinne. Im Stausee, 1,9 Kilometer. Die Gardon-Schleusen, je drei aufeinander folgende Schleusen, zusammen 16,5 Meter. Der Titel